Wir sind hier auf der Personal Süd und ich habe das wahnsinnige Glück, zwei Experten zum Thema Kompetenzentwicklung hier im Interview zu haben. Professor John Erpenbeck und Professor Werner Sauter. Kompetenzen sind heute in aller Munde bei den Bildungsleuten. Jeder redet drüber und selbst im europäischen Qualifikationsrahmen wird von Kompetenzen die Rede. Sie beide haben jetzt ein Buch geschrieben, Stoppt die Kompetenzkatastrophe. Was läuft da falsch, Herr Professor Erpenbeck? Also unser Gedanke bei diesem Buch ist erstens mal natürlich, dass wir versuchen, Kompetenzen zu umreißen. Also als Handlungsfähigkeiten, und zwar Handlungsfähigkeiten, eine offene Situation kreativ und selbstorganisiert zu bewältigen. Also nicht nur einfach zu handeln. Das Umdrehen eines Schalters, eines Lichtschalters ist noch keine Kompetenz, obwohl es eine Handlung ist. Diese Fähigkeit aber in offenen Situationen kreativ und selbstorganisiert zu handeln wird immer wichtiger, weil die Menge von Wissen, die Menge von Operationen, die Menge von Möglichkeiten einer Entwicklung im Unternehmen ständig anwächst, die Komplexität aller Prozesse ständig anwächst. Insofern definieren wir Kompetenzen einerseits, andererseits zeigen wir, dass Kompetenzentwicklung in diesem Sinne unheimlich wichtig ist. Und wir glauben, dass die gegenwärtigen Bildungssysteme, Schule, Weiterbildung, berufliche und universitäre Bildung sehr oft nur auf Wissensvermittlung aus sind. Mal ungeachtet dessen, dass man auch Wissen nicht einfach vermitteln kann, sondern im Grunde genommen auch Wissen jeder sich selber aufbauen muss. Aber bei Kompetenzen ist das noch viel drastischer. Kompetenzen kann man nicht lehren, die muss man selber entwickeln im Handeln. Und denken Sie zum Beispiel an die Schule, an den Fachunterricht. Wenn jemand Physikunterricht hat, dann lernt er zwar einige Fakten, aber er kann damit nicht selbstorganisiert und kreativ umgehen. Und das bemängeln wir. Und das bemängeln wir eben auch in der, zum Beispiel in der universitären Bildung. Nun, das sieht man auch daran, in der betrieblichen Bildung dominieren ja nach wie vor die Seminare. Und wir wissen aus den Untersuchungen beispielsweise von Kirkpatrick, Vater und Sohn, dass gerade mal 7% von dem, was man im Seminar hört, überhaupt in der Praxis angewandt wird. Also hier von einer Katastrophe zu sprechen, denke ich, ist wirklich berechtigt, weil wer würde sonst eine Maßnahme akzeptieren, bei der vom Input gerade mal 7% dort ankommen, wo es ankommen sollte? Wenn so wenig jetzt in den Bildung, wenn so wenig Output jetzt zu erlangen ist in diesen üblichen Bildungssettings, was müsste sich eigentlich ändern? Wie müsste eigentlich so eine kompetenzorientierte Weiterbildung zum Beispiel aussehen? Also es muss sich eigentlich alles ändern. Das fängt an bei den Zielen. Natürlich müssen auch zukünftig Wissen und Qualifikation sichergestellt werden, aber nicht als Ziel der Weiterbildung, sondern als notwendige Voraussetzung. Das Ziel ist zukünftig die Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter im Arbeitsprozess zu ermöglichen. Und wenn ich dieses Ziel akzeptiere, dann muss ich einfach auch akzeptieren, dass die Lernsysteme von einem selbstorganisierten Lernen ausgehen. Wir müssen also eine neue Didaktik aufbauen, wegkommen von der bisherigen Idee der Belehrung, von einer Belehrungsdidaktik, hinkommen zu einer Ermöglichungsdidaktik und es den Mitarbeitern zukünftig möglich machen, im Prozess der Arbeit ihre Problemstellungen selbstorganisiert zu bearbeiten, um dabei bei der Bearbeitung dieser Problemstellungen ihre Kompetenzen aufzubauen, ihre Erfahrungen zu verinnerlichen, zu interiorisieren und damit immer handlungssicherer zu werden.
Und das bedeutet natürlich auch, dass nicht nur das Lernsystem sich verändern muss, sondern es wird sich der Lernort verändern, also weg vom Seminarraum hin zum Arbeitsplatz. Und die Rolle der bisherigen Trainer, die ihre Rolle häufig immer noch sehr stark in der Wissensvermittlung hier, die de facto gar nicht möglich ist, sehen, hin zu einem Lernbegleiter, der die Lerner unterstützt, der ihnen die Möglichkeit bietet, Kompetenzen aufzubauen, der sie auffängt, wenn es notwendig ist, aber sehr im Hintergrund eher als ein Coach oder gar als Mentor. Diese Veränderung, die ist zwingend notwendig. Und deswegen bedeutet dieser Wandel hin zu kompetenzorientierten Lernsystemen ein Veränderungsmanagement in den Unternehmen, weil letztendlich muss man einen permanenten Wandel aller Rollen der Beteiligten hier einleiten. Das klingt nach einer sehr großen Aufgabe. Bleiben wir nochmal dabei, wenn Sie sagen, dass Lernen selbstorganisiert stattfinden muss, dann höre ich schon den Aufschrei, dass viele sagen werden, das können unsere Mitarbeiter gar nicht. Was würden Sie denen entgegnen? Sie lernen ständig selbstorganisiert. Erstens mal im normalen Alltag. 70% des Lernens der Kompetenzentwicklung erfolgt außerhalb jeder Bildungsinstitution. Und schon allein das zeigt, dass die Mitarbeiter das sehr wohl können. Und darüber hinaus zeigen natürlich die Erfahrungen mit dem selbstorganisierten Lernen, dass auch in vernünftigen Arrangements des Lernens im Unternehmen das ohne weiteres möglich ist. Übrigens nicht nur für die Schicht der Intellektuellen und die oberste Führungsschicht, sondern bis zum letzten Mitarbeiter ist das möglich und sogar für Leute, die deutlich gering qualifiziert sind, ist Kompetenzentwicklung zum Teil eher möglich als irgendwelches Wissen, zu dem sie gar keinen Zugang haben, in die Köpfe hinein zu drängeln. Ich wollte noch eins sagen zu der Umkehrung, die Sie völlig richtig angesprochen haben. Es ändert sich sozusagen die Gewichtigkeit der unterschiedlichen Lernformen. Die wichtigste wird tatsächlich die Praxis und die Kompetenzentwicklung in der Praxis. Das zweite sind Trainingsformen, sofern sie praxisähnlich sind und ähnliche Effekte wie die Praxis hervorrufen. Und das allerletzte ist dann tatsächlich das Seminar, die Weiterbildung im klassischen Sinne, die nur noch in Ausnahmefällen, vor allen Dingen, wenn man eben Wissen möglichst schnell als Sachwissen weitergeben will, zum Zuge kommt. Sie haben in Ihrem Buch auch so einen schönen Begriff von Wissen muss durch Emotionen imprägniert werden. Wie kann man sich das vorstellen? Das braucht man sich nur selber zu überlegen, was man von dem Wissen, was man gehört hat, behalten hat und was nicht. Wenn Sie ein Wissen abstrakt bekommen, also zum Beispiel Sie kriegen gesagt, wie die Folgen des Zweiten Weltkrieges ausgesehen haben. Und das kriegen Sie in Form von Zahlenmaterial, von Fotomaterial vorgelegt. Dann finden Sie das sehr traurig, aber haben es in kurzer Zeit wieder vergessen. Dagegen, wenn das mit Emotionen vermittelt wird, unter anderem über Filme, über Zeitzeugen, über möglicherweise auch Spiele sozusagen im ernsten Sinne, Serious Games, wo Leute einbezogen sind, behalten sie das auf eine ganz andere Weise. Dann ist das Wissen, in diesem Fall historische Wissen, imprägniert mit ihren Emotionen. Umgekehrt weiß man, dass wenn sie Wissen rein mechanisch lernen, es sofort wieder vergessen wird. Das heißt, Sie können vielleicht sogar für die Prüfungen das auswendig lernen, aber Sie haben es dann nicht mehr parat und Sie können damit nicht arbeiten. Insofern ist das, was wir gerne immer betonen, ein Satz von Hüther, der heißt, ohne Gefühl geht gar nichts, halten wir für nach wie vor für zentral. Weil dieses, dass etwas ohne Gefühl gehen soll, das ist bestenfalls möglich, wenn jemand sozusagen Drillformen
ausgesetzt wird. Das kann man machen. Man kann bestimmt einmal eins kann man drillen, sozusagen. Wir reden manchmal aus Spaß von Drillkompetenz. Aber das kann natürlich nicht eine ernsthafte Form von Kompetenzlernen sein. Okay, wenn ich Wissen jetzt mit Emotionen imprägniert habe, wie komme ich dann zu Kompetenz? Bin ich dann schon kompetent? Die Kompetenz entwickelt sich ja beim Lösen von herausfordernden Situationen. Und ich kann meine Kompetenzen aufbauen, indem ich zum Beispiel als Anfänger erstmal mit einfacheren Aufgaben beginne, diese Aufgaben löse, manchmal auch scheitere. Und in beiden Fällen werde ich aber Erfahrungen sammeln, die ich verinnerliche und die mir dann nach und nach helfen, auch komplexere, schwierigere Aufgabenstellungen zu lösen. Man stelle sich beispielsweise einen Operateur vor, einen Chirurgen, der sicher auch erstmal mit sehr einfachen Operation beginnt, dabei diese Erfahrungen sammelt, diese verinnerlicht und nach dann immer schwierigere Operationen übernehmen kann. Und in diesem Sinne müssen wir die Lernprozesse so gestalten, dass unsere Lerner die Möglichkeit haben, quasi behutsam in solche Aufgaben hineinzuwachsen. Und wir wissen ja auch, ein Großteil der Entscheidungen, die unsere Mitarbeiter treffen müssen, müssen ohne ausreichende Informationen getroffen werden. Und die Frage ist ja, wie kommt es, dass die meisten Mitarbeiter trotzdem die richtigen Entscheidungen treffen? Und sie werden erst dann dazu in der Lage sein, wenn sie im Laufe ihres Arbeitslebens nach und nach diese Erfahrungen verinnerlichen und quasi permanent weiterentwickeln. Verinnerlicht haben und damit auch ein Gefühl dazu entwickelt haben, dass sie irgendwie in der Richtung schon mal handeln konnten und jetzt was Ähnliches auch entscheiden können. Genau. Gibt es denn schon Unternehmen, die das anwenden, die kompetenzorientiert weiterbilden? Kennen Sie da Beispiele? Ich hatte das Glück, die letzten 2 Jahre im Rahmen des Projektes Next Education bei der Deutschen Bahn AG zu arbeiten. Die Deutsche Bahn AG, muss man wissen, hat einen internen Bildungsanbieter mit 1000 Mitarbeitern und hat zunehmend gemerkt, dass die Kunden, das sind die innerbetrieblichen Abteilungen, angefangen haben, eigene Bildungslösungen zu entwickeln, extern Bildung einzukaufen. Also kam die Frage auf, was müssen wir als DB Training tun, um zukünftig wieder den Bedarf zu decken? Und wir haben einen sehr systematischen Prozess durchlaufen, von der Bedarfsanalyse über die Auswertung von Lösungsvorschlägen in der Literatur, aber auch in anderen Unternehmen, haben dann entsprechende Lernarrangements entwickelt und haben vor allen Dingen das, was ich eingangs dargestellt habe, verändert. Als Zielsetzung wurde ganz klar die Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter im Deutsche Bahn-Konzern praktisch ins Auge gefasst. Und dieses Projekt haben wir 2 Jahre durchgezogen, haben den ersten Prototypen, die wir durchgeführt haben, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und zwar von Mitarbeitern, die zum Beispiel Weichenbauern, die überwiegend Hauptschulabschluss hatten, teilweise auch noch mit sprachlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, weil sie Migrationshintergrund hatten, bis hin zu Führungskräften haben wir hier sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir sind dann auch einen Schritt noch weiter gegangen, haben begonnen, auch die Kompetenzen der Lernbegleiter dann in einem sogenannten Doppeldeckerprinzip zu entwickeln, wo sie solche Lernsysteme einmal als Lerner erfahren und dann ihre Erfahrungen wieder auf eigene Projekte anwenden. Also immer dieser Ansatz, die Möglichkeit zu bieten, in Herausforderungen Kompetenzen aufzubauen, steckt im Vordergrund. Das ist ein Beispiel. Dann bin ich in einem anderen Projekt, jetzt bei einem überbetrieblichen Bildungsanbieter, dem Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft, dass sich eine vollkommen neue Mission als Bildungsanbieter gibt und versucht ebenfalls schrittweise seine Angebote in der Richtung zu verändern. Und
Vielleicht werden die Bildungsangebote gerade solcher Bildungsanbieter zukünftig ganz anders aussehen als heute. Nicht mehr Seminare in Hotels mit schönem Schwimmbad, sondern Bereitstellung eines Ermöglichungsrahmens, den zum Beispiel kleine und mittelständische Unternehmen nutzen können, um ihren Mitarbeitern auch die Möglichkeit zu bieten, Kompetenzen im Arbeitsprozess aufzubauen. Das heißt, es kommen große Veränderungen auf die Weiterbildungsabteilung zu, aber es gibt Hoffnung, es gibt neue Dienstleistungen, die man da anbieten kann. Ich würde mich freuen, wenn wir dieses Gespräch und die Diskussion darüber beim Corporate Learning Camp am 13. und 14. Oktober 2016 in Frankfurt fortführen können. Ganz herzlichen Dank für dieses Interview Ihnen beiden. Vielen Dank.